zusammen. Wir machen einen einfachen, schnellen Orangen-Haselnusskuchen. Und zwar der Ofen, der heizt schon mal vor auf 170 Grad Ober- und Unterhitze. Ich werde meine Springform nehmen mit dem Durchmesser von 18 cm. Die habe ich jetzt am Rand eingefettet und dann ein Backpapier reingegeben. Solltet ihr eine 26er Form nehmen, einfach alles verdoppeln. Dann haben wir hier außen und zwar einmal 50 ml neutrales Öl und 75 ml Orangensaft. Dann haben wir 70 Gramm Joghurt, also so Naturjoghurt. Hier drin sind zwei Eier, 125 Gramm Zucker und ein halbes Päckchen Vanillezucker. Und bei unseren trockenen Zutaten haben wir 225 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver. Und später kann man, wenn man mag, da noch einen Zuckerguss drüber geben. Ich werde es tun. Und wir fangen jetzt mal an. Das stellen wir erstmal auf die Seite. Und zwar erstmal schön das hellcremig aufschlagen, also Eier und Zucker. Und dann kommt nach und nach das andere mit hinzu. Mal schon mal wieder die Seiten wechseln. So, dann, wo sind wir? Da sind wir. So, genau, und los geht's. So, jetzt gebe ich den Joghurt dazu und ich werde jetzt das Video dann nicht mehr anhalten, gebe es dann einfach nach und nach dazu, das werdet ihr ja dann sehen. So, dann geht's auch schon weiter. So, und jetzt kann der ganze Zauber auch schon ab in unsere Form. So, noch mal ein bisschen zurechtruppeln. Und dann geht es jetzt ab in den Ofen. So, und zwar, der Kuchen war jetzt bei mir 55 Minuten im Ofen. Ich würde auch einfach eine Stäbchenprobe machen. Ich habe hier nämlich auch Stäbchenprobe gemacht. Schön in der Mitte, weil da braucht es ja am längsten. Und wenn da nichts mehr haften bleibt, könnt ihr den Kuchen rausnehmen. Und wichtig ist noch, wenn ihr den in einer 26er Form machen solltet, also die doppelte Menge nehmt, dann wird er wahrscheinlich etwas länger brauchen. Und dann wird wahrscheinlich auch sein, dass man ihn dann am Schluss noch etwas abdecken muss, damit er nicht zu dunkel wird. Und jetzt kann man ihn entweder so lassen, man kann ihn mit Puderzucker bestreuen oder eine Glasur machen, wie ich das jetzt zum Beispiel mache. Ich habe jetzt hier 125 Gramm Puderzucker und etwas Orangensaft. Ich gebe jetzt erstmal einen Esslöffel dazu und taste mich einfach so ran, weil es soll auf jeden Fall nicht zu flüssig werden. Okay, das ist auf jeden Fall noch zu wenig. Machen wir gleich einen zweiten dazu. Wir schon langsam in die richtige Richtung. Ein bisschen fest ist es noch, aber das geht dann immer relativ schnell. Also was heißt schnell? Nicht zu viel dazugeben. Lieber öfters einen kleinen Schuss nachgeben. Ein bisschen gebe ich noch. Sieht doch schon mal gut aus. Probier es mal. Ach, ganz kleines bisschen gebe ich noch. Ist noch ein bisschen zähflüssig.
Aber dann müsste es eigentlich perfekt sein. So, genau, so ist es perfekt für mich. So, das ist jetzt unser Kuchen. Und was mir noch eingefallen ist, man kann natürlich auch noch Orangenschalenabrieb mit reingeben. Das werden wir mal probieren. Ist ziemlich hoch geworden, was ja nicht verkehrt ist. Super lecker. Also mir schmeckt das super. Es ist halt Orangensaft drin, aber es ist nicht so intensiv. Deswegen, je nachdem wie man es mag, ich finde es eigentlich so für mich perfekt. Aber man kann gerne, wie gesagt, das noch intensivieren, wenn man noch entweder aus dem Päckchen Orangenschalenabrieb noch ein bisschen dazu gibt oder halt von der Bio-Orange, dass man es noch intensiver macht. Oder meinetwegen zum Beispiel auch Orangenschalenabrieb in die Glasur. Kann man auch machen. Ach, zur Glasur wollte ich noch was sagen. Da schreibe ich mal in die Infobox ein bisschen weniger von dem Puderzucker, weil ich habe da jetzt noch was übrig gehabt, das wäre mir sonst zu viel gewesen. Also da nicht wundern, das ist dann einfach nur aus der jetzigen Erfahrung entstanden, dass ich da einfach ein bisschen weniger reinschreibe. Und dann kann ich einfach nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!